Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial für die 737 NGX. In dem Tutorial werde ich eine vollautomatische Landung durchführen lassen vom Autopiloten. Wie ihr seht, ist momentan die Sicht draußen nicht so gut und daher bietet sich an, eine vollautomatische Landung durchführen zu lassen. Wann kommt eine vollautomatische Landung vor? Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie zum Beispiel Gesicht. Dazu gibt es verschiedene Kategorien, die nennen sich Cat 1, Cat 2, Cat 3, wobei Cat 3 nochmal unterteilt wird in A, B, C, wobei C momentan noch nicht zugelassen ist. In diesen einzelnen Kategorien gibt es dann eine RVR, das nennt sich Runway Visual Range. Das heißt, das ist die Bodensichtweite, die sagt, wie weit kann ich noch sehen. Wir befinden uns momentan im Anflug auf Stuttgart und ich muss jetzt noch die Anflugroute einprogrammieren. Dafür gehe ich ins FMC, klicke auf Departure. Dann Arrival, wir landen auf der 07, nehmen die Anflugroute Teski 4 Alpha und die Transition Tango Golf Oscar. Übernehmen diese und sehen, dass sie so eingefügt worden ist. Bei der vollautomatischen Landung ist es wichtig, ist einiges zu beachten, beispielsweise besser gesagt. Die ILS-Frequenzen, jede Landebahn hat eine ILS-Frequenz, muss auf NAV 1 und auf NAV 2 eingestellt werden. Das müssen wir nun auch machen. Dazu gehen wir auf der Innentreffseite und sehen hier, für die Landebahn 07 ist 110,90. Dazu wechseln wir nun ins Radiopanel. Geben hier und hier 110,90 ein. Nun müssen wir noch den Kurs eingeben der Landebahn, der beträgt 073. Dazu wechseln wir uns zum Autopiloten und geben hier 073 ein. Weiterhin hat jede Landebahn eine Entscheidungshöhe. Diese richtet sich, wie anfangs schon gesagt, nach den Wetterverhältnissen, ob wir einen Cat-1-Anflug machen, Cat-2 oder Cat-3. Das steht in den Charts, also in den Anflugkarten. Und wir haben momentan die Position High von 90. Diese geben wir nun hier ein. Wir können die einstellen auf Radio oder Baro. Bei Radio wird die Position High eingegeben, das heißt, das ist die Höhe über der Landebahn. Und mit über ein Radiohöhenmesser berechnet. Nun sehen wir hier Radio 90. So, wir verlassen gleich 10.000 Fuß, das heißt, wir müssen auf die Landefahrliste einschalten. Das Baro ist die Decision Attitude und wird über den Meeresspiegel berechnet. Bei Cat 1 Anflügen wird Decision Attitude eingeschaltet
und Wildcard 2 und 3 wird Decision High eingeschaltet. Weiterhin, wenn ihr eine automatische Landung durchführen wollt, ist es wichtig, dass ihr im Menü unter PMDG Setup, unter Options, nenne ich unter Options, unter Aircraft, Equipment und dann auf der dritten Seite bei Autoland Fail OP aktiviert und nicht Fail Passive. Zwischen diesen beiden gibt es Unterschiede. In den Details habe ich einige Links gepostet, da werden die Unterschiede in Englisch ganz gut erklärt, welches System was bewirkt. Wir gehen wieder zurück auf die Innentreff. Weiterhin müssen wir nun auch noch unsere Klappenposition angeben. Wir werden heute mit Flap Setting 30 landen und das ist unsere VRF-Geschwindigkeit. Die VRF-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die über das Threshold, also bei der Landebahn, sein muss. Unsere Anfluggeschwindigkeit berechnet sich daraus VRF plus halber Wind und wenn wir Böen haben, plus volle Böen. Wir haben heute momentan keine Böen und wir haben einen Wind von 7 Knoten, aber es wird immer 5 Knoten Wind dazu berechnet. Das heißt, wir hätten heute eine Anfluggeschwindigkeit von 146 Knoten. So, das übergeben wir hier und dann beim Anflug geben wir 146 ein. Wie ihr seht, seht ihr nichts, wir sind nun in den Nebel eingeflogen und können nichts erkennen. Damit wäre der Autopilot nun eingestellt auf die vollautomatische Landung. Für eine vollautomatische Landung wird der Autopilot im Dual Channel benutzt, das heißt beide Autopiloten gehen an, sind an beispielsweise. Auch die Autotrottel bleiben an. Bei einer Landung, bei einer vollautomatischen Landung bei der Kategorie 3 muss der Autotrottel auch an sein. Der Autotrottel schaltet sich erst nach dem Aufsetzen aus und wir müssen in den Umkehrschub gehen. Bei der Kategorie 2 kann der Autotrottel auch ausgeschaltet bleiben und der Pilot übernimmt die Leistungskontrolle. Die Autobrake stellen wir auf 2. Wir verkleinern ein bisschen die Ansicht. Und sinken auf 4000 Fuß. Gerne auch mal in die Außenansicht machen. Es ist also sehr, sehr nebelig. Man hat eigentlich überhaupt keine Sicht.
Bei der vollautomatischen Landung ist es auch so, dass der Pilot seine Hand immer am hier im Flugzeug am Joystick hat, falls er doch eingreifen muss. Für die vollautomatische Landung ist es auch wichtig, wie der Wind ist. Wenn wir einen zu starken Crosswind haben, das heißt Seitenwind, dann kann auch eine vollautomatische Landung nicht durchgeführt werden. Ich werde den Outlook jetzt mal anweisen, 4000 Fuß noch weiter zu sinken. Bei 6000 Fuß schalte ich auch mal auf den Luftdruck von Stuttgart. Das nennt sich auch umschalten auf das Transition Level. Das ist nun der Fall. Der Luftdruck stimmt, da ich das Wetter manuell eingestellt habe. In Europa benutzt man Hektopascal. 1018 Hektopascal haben wir momentan. Ich verringere nun auf die Anfluggeschwindigkeit, dass wir die Klappen ausfahren können. Beim Start nennt sich das nicht Transition Level, sondern Transition Altitude. Die automatische Landung sieht nun folgendermaßen aus. Sie werden nun, das werde ich mal näher ranholen, ja, ist doch ein bisschen. Werden wir nun hier diese Rechtskurve machen, wir sind auf 4000 Fuß gesunken und werden hier den Localizer anschneiden. Sobald wir den Localizer angeschnitten haben, werden wir auch den Glide Slope anknüpfen, das heißt, das Flugzeug wird den Localizer halten und wird automatisch sinken. Der Glide Slope kann nur unterhalb angeflogen werden und nicht überall. Überall funktioniert das nicht. Sowie auch nicht von der Seite. Der Localizer muss schon aktiviert sein, damit der Glide Slope aktiviert werden kann. Das kann man zwar hier in dem PMDG Setup auch umstellen, aber der Realität entspricht es nicht. So, wir können nun die Klappen auf 1 ausfahren. Wir verringern weiter unsere Geschwindigkeit. Wir drehen nun rechts um Richtung Vater und aktivieren nun den Autopiloten, dass er den Localizer folgen kann.
Localizer ist hier unten. Und sobald er hier nach rechts geht, wird der Autopilot ihn aktivieren. Der Glideslope erscheint dann hier und sollte hier oben aufleuchten und geht dann immer weiter runter. Und hier ist er nun. Und sobald er hier ist, wird auch der Autopilot ihn übernehmen und das Flugzeug beginnt zu sinken. Hier fahren die Klappen weiter aus. Wir können nun hier auch auf Approach klicken und aktivieren den zweiten Autopiloten. Das heißt, er wird jetzt nun den Localizer anschneiden, sobald er aktiviert ist, und den Glideslope. Das heißt, er wird automatisch sinken. Wir fahren die Klappen weiter aus. Nun, wie ihr seht, hat er den Localizer angeschnitten und den Glideslope ist nun auch aktiviert. Die Speed Brakes stellen wir auf Armed, dass sie beim Aufsetzen der Landung ausfahren. Wir fahren nun das Fahrwerk aus und weiter die Klappe. Nochmal auf die Hügelansicht. So, wie ihr seht, ist nun Land 3. Das heißt, davor blinkt das gelb. Das heißt, die Autopiloten überprüfen sich nochmal, funktionieren alle Systeme einwandfrei. Land 3 heißt, er wird das Flugzeug nun abfangen. Das heißt, er wird das Weich aufsetzen lassen und wird es auf der Mittellinie der Landebahn halten können. Der Automaker ist nun links. Wir können nochmal den Luftdruck überprüfen. Der stimmt. Beim Flugsimulator kann man auf B drücken und er stellt den aktuellen Luftdruck ein. Normalerweise steht er in der Meter des jeweiligen Flughafens. Wie ihr seht, nehmen wir jetzt schon langsam die Landebahn, beispielsweise die Beleuchtung.
90. So, ihr seht, ihr nehmt den Schub jetzt zurück. Lenkt das Flugzeug ab. Und wir aktivieren den Umkehrschub. Und er bremst das Flugzeug ab. Setzt es auf die Mittellinie. Bei 80 Knoten lösen wir die automatischen Bremsen, den Umkehrschub machen wir aus und bremsen das Flugzeug ganz sanft ab. Wir können nun die Landebahn verlassen. Wir müssen noch den Autopiloten ausschalten, dass wir das Flugzeug auch lenken können am Boden. Das war nun eine automatische Landung und wie man den Autopiloten, das FMC einstellt und die ganzen Eingabegeräte. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Für Anregungen und Kritik stehe ich gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.